Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Vlog. Hallo. Wir haben heute den letzten Schultag und dann ist einfach 2 Monate Ferien. Ist das nicht mega cool? Wir freuen uns sehr. Und als Elternteil freut man sich natürlich aufs Ausschlafen, mehr oder weniger. Mit dem Philipp schlafen wir wahrscheinlich nicht aus. Hast du die Welpen vergessen? Die Welpen, ja. Ach, vergiss das. Trotzdem ist auf jeden Fall Ferien, schön. Und wir holen jetzt Patrick und Michelle von der Schule ab. Es ist 9.15 Uhr. Ja, heute ist noch jemand müde. Wir holen nämlich zuerst die Großen von der Schule ab. Die haben heute nur 2 Stunden, das heißt Zeugnis und dann Schluss. Und anschließend holen wir dann die Lara. Die wird nämlich heute, Lara und Luisa, weil die Lara, die wird heute aus dem Kindergarten rausgeschmissen. Die hat ja ihr letztes Kindergartenjahr. Nächstes Jahr geht es dann los mit Schule. Oh mein Gott, die Lara. Ich glaube, die hat den ganzen Morgen Bauchweh. Die war so nervös. Ja. Ja, also das ist schon was Besonderes. Ich kann mich erinnern, als die Michelle, nicht rausgeschmissen, sondern als ich zur Schule gebracht habe, dann bin ich im Auto stehen geblieben. Also sie ist ausgestiegen und den Weg entlang zur Schule. Du hast geweint. Ich habe angeschaut, bin im Auto gesessen und die haben sich angeschaut von hinten, wie sie gegangen ist. So ein großes Schultasche, ein kleines Mädchen mit einer fetten Schultasche im Rücken. Ja, das ist schon. Das ist bei jedem Kind so, wenn es ja. So zur Schule geht, merkt man, dass ein Schritt unglaublich. Vom Baby-Dasein ja, irgendwie, gell? Verloren geht, oder? Ach, ja. Ja, gestern waren wir bei den anderen Kindern, bei den Welpenkindern, die schon in neuen Familien wohnen. Und da haben wir ein bisschen mit dem Handy mitgefilmt, weil wir haben ja gestern nicht gevloggt, aber trotzdem haben wir diese Momente eingefangen. Die sind so süß, ich sag's euch, das ist so süß. Wir haben unsere Welpenkinder gesehen. Aber schaut einfach selbst, wir werden euch das jetzt einblenden. Na servus, du kennst das nicht mehr. Hallo! Hi, Ingo! Mein Gott! Jetzt verteidigst du dein neues Zuhause? Ja! Bitte, bitte, einfach mal! Ja. Bitte, bitte! Ja, fein! Oh, Ingo! Mein Gott, schau mal, wie sie machen! Marke, wie geht's dir? Du gehst zu Mama, gell? Du bist Mamas! Gib mir einen Kuss!
Soll er ja sagen. Er ist groß gewachsen, oder? Schau mal seinen Blick. Er ist ein richtiger Mann geworden. Ein richtiger Mann. Er schaut aus wie ein Teenie. Er ist ein Teenie. Bist du doof? Er hat schöne Ketten, oder? Ja. Der ist ein Styler, der Louis. Ich habe eine schöne Kette gekauft. Wow. Ja. Oder mit einem Namen. Mach mich nicht fertig. So, meine Lieben. Wir haben jetzt mittlerweile die Kinder von der Schule geholt und haben auch die Lara vom Kindergarten verabschiedet. Es flossen natürlich wieder Tränen beim Papa und bei mir und auch bei vielen anderen Eltern und bei der Lara. Bei mir fast. Bei dir fast. Es ist halt schon so emotional, diese Abschiede. Die Kindergartenpädagoginnen machen dann auch immer so besondere Sachen, sagen emotionale Sachen und dann muss man immer weinen. Ja, deswegen. Aber Mama ist immer zu weinen. Jetzt fahren wir kurz nach Hause, müssen auf Toilette und so. Und danach machen wir unser Ritual. Was machen wir immer am ersten, am letzten Schultag? McDonald's gehen. Yeah. Mein Maus. Das geht. So, wir sind bei McDonald's jetzt angelangt. Wir können drinnen sitzen, weil wir alle getestet sind. Und wie ist es nach? Bist du lange nicht mehr McDonald's gesessen, oder? Ja. Unser Ritual. Wir besetzen gleich hier mehrere Tische. Gleich ein vier Tische besetzt. Aber ja. Dann werden wir mal essen und dann. Yum, yum. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ja, und es regnet. Ja, super. Die Mädels malen hier schön. Ja, und ich hab das geschnitten. Du hast geschnitten? Und der Pief chillt sich am Tisch, wie ihr sehen könnt. Ja, ich wollte euch noch die Zeugnisse der großen Kinder zeigen. Bei der Michelle ist es halt eher so mittelmäßig. Oder Michelle, komm her mal. Komm her mal. Wie war dein Zeugnis? Wie ist dein Gefühl? Aber das war mein Vater nicht anders. Als er damals von der Volksschule, also von der Grundschule gewechselt ist, dann war es auch nicht so gut. Aber danach hat er sich voll krass verbessert. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt mal die Zeugnisse. Jetzt muss ich die wichtigsten Sachen abdecken, Name der Lehrer und so weiter. Bisher. Und so schaut es aus. Luida. Luida. Können Sie bitte Ihren pelzigen Popo runternehmen? So, also so schaut das Zeugnis aus. Das mit den 3 Dreiern gehört der Michelle. Und ja, Michelle hat mir aber versprochen, dass ich mich nächstes Jahr besser in der 2. Klasse. Es ist jetzt, es ist eh nicht so ein schlechtes Zeugnis, aber es ist halt nur mittelmäßig, oder? Ja, ich werde nicht mehr anstrengen im nächsten Jahr. Okay, passt. Und das ist Patricks Zeugnis. Schaut mal, der hat lauter 1er und 2er. 2er hat er nur. 3 Stück. Ich glaube in Deutsch, in, was war denn das? In Mathe und in bildnerische Erziehung, also in Zeichnen. Krass, oder? Und sonst alles 1er und 2er. Ich bin sehr stolz auf meine Kinder, sie sind gut durchs Jahr gekommen, Patrick sowieso. Und ja, jetzt haben wir Ferien. 2 Monate Ferien. Ja, dann gehen wir wieder in die Schule. Ja, gehen wir wieder in die Schule und du gehst wieder in den Kindergarten. Ja? In die Schule. Die Lara geht in die Schule. Bist du traurig? Lara hat heute gewonnen. Du willst nicht, aber das wird Spaß machen. Ich helfe dir. Und hier ist der Papa. Hast du gepupst? Was hab ich? Gepupst? Ich hab gepupst. Hast du gepupst? Das stinkt ein bisschen in diesem Raum. Das ist von mir, gell? Alles klar. Jetzt haben wir sie auch schon verwendet. Was ist Goldi? Das ist ja schon voll lang, das haben wir 19, wusste. Ja, der Papa schneidet jetzt noch. Bella, wolltest du rein? Sorry. Papa, die Bella will Hopsi. Papa, die Bella will Hopsi. Wei. Ist das ein Tanz?
Tanzhund? Ja. Und sie kann auch viel mehr. Was kann sie viel mehr? Bist du doof? Hallöchen, meine Lieben, guten Morgen. Wir haben heute Montag. Der war schon. Und wir haben das ganze Wochenende lang nicht gevloggt. Und ja, ist auch nichts Besonderes passiert. Wir haben im Garten gechillt. Das Wetter war so ein bisschen. Also der Samstag war ein bisschen kühler, aber angenehm. Und Sonntag war wieder heiß, gell? Also, Sonntag war heiß. Ich fand schon, dass es heiß war gestern. Ja, war angenehm heiß. Mit dem Gartenschlauch ein bisschen abgespritzt. Ja. Vor allem die Michelle, die Lara und ich, wir sind ein Team, immer gegen den Papa. Früher war nur ich gegen den Papa, jetzt sind alle Mädels auf meiner Seite. Ja, weil jetzt sind die groß geworden. Verlieren alle eigentlich. Ja, weil alle werden nass. Ja, wir sind kurz auf dem Weg zum Testen. Also ich muss mich testen, weil ich einen Augenbrauentermin habe. Heute wird nochmal so ein bisschen nachgestochen. Also das ist so der zweite Termin, der dazugehört zum ersten. Und wie man hört, will glaube ich der Kleine, dass ich mich nach hinten setze. Wir haben noch gar keinen Kaffee getrunken, weil wir keinen Kaffee mehr zu Hause haben. Nicht einmal ein Bündchen. Doch, ein Bündchen. Oh ja, ein. Aber zwar, ja. Auf das hätten wir uns dann prügeln können, aber das hätte auch nichts viel gebracht. Ein Kaffee aus einem Bündchen ist auch nichts, oder? Nee. Oje, wird der Kleine wird schon ein bisschen unruhig. So, fertig mit Testen. Jetzt sitze ich hinten, wie ihr sehen könnt, beim Kleinen. Schaut mal. Der Kleine. Der mag nämlich gar nicht mehr alleine sitzen. Der findet das richtig, richtig doof. Und das hat so gruselig ausgeschaut, dass wir den so nah bei diesem LKW vorbei. Ja, auf jeden Fall mag der Kleine überhaupt nicht mehr Auto fahren. Also er will nicht alleine sitzen. Er braucht mich hier in der Mitte, deswegen haben wir jetzt ausgemacht, auch für den Urlaub, dass der Patrick vorne sitzt und ich hier mit dem Kleinen. Okay? Dann kann ich die zwei Kleinen bespaßen. Ich bin fertig mit den Augenbrauen. Ich zeige es euch so ein bisschen mehr im Tageslicht. Schaut auf jeden Fall super aus. Jetzt wird es wieder ein bisschen dunkler werden oder sein, die nächsten 3-4 Tage, hat sie gesagt. Und danach wird es wieder ein bisschen ablassen. Aber schaut wirklich super schön aus. Und es hält 18 Monate. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall kurz zum Hofer gefahren, müssen ein bisschen einkaufen. Und euch lasse ich auch im Auto. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause angekommen. Und Lucy und Bella haben gerade einen Geschwisterkampf, oder was war das denn für ein Geräusch? Ha? Jeder hat irgendwas zum Knurren. Um was geht's da? Was hat die Sophie? Ich schau schon, wie die Sophie spielt, auf die attackiert wird. Die zwei spielen kann ich das am liebsten. Dreieckig rennen. Sophie, ich glaube nicht einmal die Reben haben wir von dir. Na, haben sie ja nicht, oder? Ja? Okay. So, sehr gut. Die Lara hat jetzt nämlich gerade so ein paar Leckerlis rausgeholt für die. Was hat denn die Sophie dort? Für uns? Hey, Lucy. Baba ist hier. Wir trinken jetzt gerade einen Kaffee-Tee. Baba hat ein hübsches Weihnachtstässchen. Weil unsere Tassen ausgegangen sind und der Geschirrspüler voll ist, haben wir noch immer so eine Kitschkanne. Danke, Lara. Lucy, sitz. Nein, sitz. Sitz. Lucy sitzt. Das läuft ja schon mal gut. Lucy sitzt. Nein, Lucy sitzt, habe ich gesagt. Normalerweise mit so normalen Leckerlis funktioniert das. Lucy sitzt. Normalerweise funktioniert das immer, nur jetzt nicht. Nein, aber wirklich, es funktioniert doch. Wegen der Zuschauer. Ich will auch, ich will auch. Lucy macht nichts, sehr gut. Goldi sitzt. Die Goldi wird sitzen, schau. Goldi sitzt. Sitz, Goldi. Sitz. Sitz. Ich drücke den Popsch hier runter, damit sie versteht es. Sitz, sitz. Ja, sehr fein, gut. Machst du bei der Emmy? Emmy, sitz, Emmy, sitz, Emmy. Sitz. Sitz, Emmy. Ja, fein. Sehr gut. Siehst du, die Emmy hat es verstanden. Wir sitzen jetzt ein bisschen hier im Garten, bringen unseren Kaffee. Der Baba muss dann, glaube ich, schon bald wieder los, weil der Patti hat heute wieder eine Fahrstunde. Das ist seine vorletzte Fahrstunde. Er ist nämlich schon 2000 Kilometer gefahren und dann muss er nochmal 1000 Kilometer fahren. Und ja, der Plan ist, dass er jetzt auch in den Ferien
quasi die Prüfungen macht. Also theoretisch könnte er schon antreten, aber er muss noch ein bisschen lernen. Und dann, wenn er die bestanden hat, darf er dann zur praktischen antreten. Aber natürlich muss er dann noch vorher die 1000 Kilometer fahren. Wir haben uns die Kamera geschnappt und jetzt bin ich mit Patrick im Auto. Wir fahren nach Wien, denn der Patrick hat heute Fahrstunden. Und ja, tanken müssen wir auch noch, bevor wir nach Wien fahren, weil der Tank leer ist. Naja, schauen wir mal, wie der Patrick heute fährt. Erste Station, Tankstelle. Der Patrick wird jetzt tanken. Du musst tanken. Na. Hast du Diesel? Passt. Ich dachte, du nimmst Benzin. Ich hatte Angst gehabt, dass er Benzin nimmt. Dann muss man alles wieder auspumpen. Oh, ich setze mich schon hin. Beifahrer zu sein ist schön angenehm, aber wenn man nicht gewohnt ist, seltsam. Dorthin. Ja, wie ihr seht, sind meine Augenbrauen jetzt auch viel dunkler. Am zweiten Tag sieht es schon viel, viel dunkler aus, finde ich. Aber das blasst dann sowieso wieder ab. Ja. So, wir sind jetzt da. Das ist mega schön hier. Die haben das ja richtig ausgebaut. Wie gesagt, wir waren ja schon mehrere Jahre hier nicht mehr. 5-7 Jahre locker. Und was suchst du denn, Papa? WC steht oben. Schau, oben links. Aber wo ist denn der alte Bestand? Da drüben ist WC. Habe ich jetzt ein Schild gesehen. Aber kommt sie? Ja, das, so? Ich glaube, hier war früher das CK Calvin Klein Unterhose. Doch. Das war hier, da haben wir das gekauft. Das ist quasi der Beginn, dann gehen wir weiter runter. Na komm. Ah ja, du hast recht. Ne? Da war ja früher nichts hier, stimmt. Genau, da war vorher nichts, ist alles neu da zugebaut. So, gehen wir mal alle auf Toilette. Und wir haben übrigens den Buggy dabei. Den werden wir jetzt auch im Urlaub wieder mitnehmen. So, der kleine Mann sitzt auch ganz brav da im Kinderwagen. Warten wir auf die Mama noch, oder? Der Patrick ist auch da, der wartet auch ganz, ganz brav. Boah, schau, Schnäppchen. 8000 Euro. Ich sag 12.000. Was sollen die Roten sagen? Ich habe eine Uhr gefunden, 23.000 Euro. Geil. Kauft er mir. Echt? Schau. Kann ich sie haben? Ja. Jeder von euch kriegt eine 23.000 Euro Uhr. Okay. Ja, jetzt, nachdem ich kurz aufs Klo gehe, komme ich zurück. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich spieße mich an von den Preisen. Hi. Wo ist meine Maske? Hi. Das ist meine? Dann nennen Sie schon geben. Mein Bruder anschaut. Bebe? Ja, schaut gut. Soll ich hier nehmen? Ja, finde ich schön. Schaut besser aus. Wie will das aussehen? Ja. Wo schaut das?
Hunger. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen haben wir schnell einen Wurstsalat, Wurstnudelsalat zubereitet. Den müssen wir jetzt sofort essen, weil die Kinder, die essen uns noch die Haare vom Kopf. Ich kann ihn leider nicht einhändig nicht. Okay. Also ich kann ihn auch helfen. Lege ich ihn da auf den Boden hin. Was wir nehmen, Patrick? So. Wir werden auf jeden Fall mal jetzt essen. Und danach zeige ich euch, was wir beim Outlet gefunden haben und geshoppt haben. Also bis nachher. So, ich habe euch ja noch versprochen, dass ich euch Sachen zeige, die wir gekauft haben. Es sind wirklich nicht viel, nur so ein paar Kleinigkeiten verteilt auf mir diese Tüten. Ja, fangen wir gleich mit dem an. Mango, da hat sich die Michelle ein T-Shirt geholt. Die Michelle hat sich das in XS genommen, das passt ja gut und das schaut ganz süß aus. Also ein ganz simples T-Shirt, hat glaube ich nur 4 Euro oder so gekostet. Dann, was ist denn da drinnen? Alles Mögliche. Da waren wir in so einem Geschäft für so Snowboard-Sachen und ja, keine Ahnung, verschiedene Sachen. Auf jeden Fall hat sich die Michelle diesen Bikini mitgenommen. So schaut er aus, ganz süß, finde ich. Und dann hat sich der Papa dort von der Marke Quicksilver Patschen mitgenommen, also so Flipflops für unseren Urlaub. Und die Lara hat sich auch Flipflops mitgenommen. Schaut ganz süß aus. Dann hat sich der Patrick beim Carhartt Shop einen Gürtel gekauft. Der hat mal 30 Euro gekostet, aber ich glaube, ich habe nur 20 gezahlt für den. Ja, 19 Euro. Und dann haben wir hier mehrere Sachen drinnen. Also unter anderem habe ich mir bei Vero Moda diese coole Jeans Shorts mitgenommen. Die ist so bequem, die ist so stretchy. Und auf jeden Fall richtig cool. Und dann habe ich mir auch so eine Jogging kurze Hose mitgenommen. Fand die richtig cool. So für die Autofahrt. Sicher bequem. Und die gab es auch beim Vero Moda. Dann habe ich mir bei Triumph diese Marke hier wirklich, wirklich schöne Bikinis gefunden. Ich tue mir nämlich immer ein bisschen schwer, durch die Oberweite und so passende zu finden, die dann auch irgendwie, ja, alles drin halten. Als Fünffach-Mama könnt ihr euch vorstellen, da bin ich jetzt nicht mehr so in der optimalen Figur, dass ich schnell was finde, sondern tue mir wirklich schwer. Und bei dem, den fand ich ja zuerst so aufgehangen, richtig komisch, also so seltsam, aber angezogen schaut der richtig süß aus. Und der ist auch von der Marke Triumph und die waren richtig vergünstigt, weil... Ja, der hat 85 Euro gekostet, aber gezahlt habe ich nur 60 für den. Und für den auch sowas 50 oder so. Genau. Also der hat 70 gekostet und gezahlt habe ich irgendwas mit 50. Und der, also wie gesagt, so an der Stange haben die mir überhaupt nicht gefallen. Aber angezogen schauen die richtig, richtig schön aus. Und bin echt happy, dass ich die gekauft habe. Weil normalerweise greife ich immer zu schwarz oder so, aber die schauen wirklich super süß aus. Und dann hat sich der Papa eine Badeshorts gekauft. Bei Timberland. Voll schön, finde ich. Und dann haben sich die Jungs noch T-Shirts geholt. Auch bei Timberland. Schaut mal. Einmal diese schwarze, farbenblind, alles klar. Weiße. Ich fand das so cool mit diesem Logo hier, mit diesem bestickten. Finde ich wirklich schön. Ist schön. Und es hat nur 16 Euro gekostet von 30. Richtig nice, oder? Dann... dieses Timberland-Shirt. Ich weiß gar nicht mehr, wer sich welches genommen hat. Auf jeden Fall blau oder schwarz. Ist das dunkelblau? Ah, da haben sie sich beide das gleiche geholt. Also einmal in M und einmal in L. Und dann ein weißes. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wer. So. Die Kamera. Kamera aus. Ja. Kamera an. Das war jetzt so lustig. Auf jeden Fall wollten wir uns nochmal vom Vlog verabschieden. Ich habe mir jetzt gerade noch mein Gesicht gewaschen, meine Augenbrauen eingecremt, weil ja. Ich brauche jetzt mehr meine Pflege. Meine Fresse noch nicht. Gut deine noch. Fresse? So was. Wir könnten mit dir auch die Augenbrauen tätowieren. Nein. Ich lasse lieber so durchsichtig. Ausgebleicht. Na gut, ihr Lieben, wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und. Bleibt gesund. Bleibt gesund, ja. Bis später. Bis dann. Tschüss.